Der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Hier liegt das Grab eines Mannes, der in seinem kurzen Leben zu einem Idol für viele Menschen geworden ist. Er starb mit 37 Jahren. Versteckt unter einem Rhododendronbusch hat der Schauspieler Hans Lothar seine letzte Ruhestätte. Er war nicht nur Film- und Fernsehstar der 50er und 60er Jahre. Er war nicht einfach nur außergewöhnlich. Hans Lothar war etwas Seltenes, ein geborener Schauspieler. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung haben heute auf dem Waldfriedhof Ohlsdorf in Hamburg die Angehörigen, Freunde und Kollegen Abschied genommen von Hans Lothar. Auch viele Verehrer des Schauspielers, der aus zahlreichen Film- und Bühnenrollen weit über Deutschlandgrenzen bekannt ist, gaben dem Toten das letzte Geleit. Prominente Schauspieler und Regisseure, die mit Hans Lothar vor der Kamera oder auf der Bühne gearbeitet hatten, waren unter den Trauernden. Hans Lothar war in der Nacht zum vergangenen Sonnabend im Alter von 37 Jahren verstorben. Er war kurz in allem ein Prachtkerl, leider ein Kerl, der sich selbst nicht so liebte, dass er weiterleben wollte. Er wollte nicht mehr. Aber ich glaube es eigentlich weniger, weil er hat so gerne gelebt und war so voller Saft und Kraft, aber im Sinne von Lebensfreude einfach. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er schon noch weiter marschieren wollte, aber er wusste, dass jetzt der Wind immer rauer wird. Wir hätten ihm sehr, sehr gerne geholfen, wenn wir es eben gekonnt hätten. Aber man weiß ja eben manchmal wirklich nicht, was in so Menschen vorgeht. Gerade in solchen Menschen, die dann sehr strapaziert und auch angestrengt arbeiten müssen. Ich glaube, das hat man auch bis heute nicht rausbekommen. Na, wenn das so einfach gelaufen wäre, dann wäre ja der Film in 5 Minuten zu Ende. Welcher Film? Welcher Film? Dieser Film. Verdammt nochmal, jetzt lassen Sie endlich den Blödsinn, Meloy. Gern. Wenn Kollegen und Kritiker über Hans Lothar reden, fällt irgendwann immer ein sehr selten vergebenes Lob. Er war genial, sagen sie dann. Und meinen es auch. Wie das Publikum ihn in Erinnerung behalten hat, erfährt seine Tochter, ebenfalls Schauspielerin, fast jeden Tag. Was sagen die dann? Sagen die dann irgendwie, ich verehre oder so? Nee, die sagen, ich habe ihren Vater so geliebt. Das ist das, was ich am häufigsten höre. Also das geht eigentlich über so eine Verehrung oder so raus. Der ist den richtig so, durch seine Art zu spielen, so irgendwie haben die den ins Herz geschlossen. Für Jahrzehnte. Einer, mit dem Hans Lothar sein halbes Leben lang befreundet war, ist Hans-Jörg Fellny. Beide standen gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera. Auch Fellny war in den 50er und 60er Jahren ein Star. Beide hatten großen Erfolg. Aber Lothar besaß noch etwas anderes, worum ihn Fellny beneidete. Ich habe ihn beneidet um seine Instinktsicherheit, um seine Intuition. Der brauchte nicht groß nachdenken oder so. Wie spiele ich das oder wie mache ich das? Der hat das gelesen. Nun hat er sich ein paar Gedanken gemacht. Und seinen notwendigen Text gelernt natürlich, das ist selbstverständlich. Und hat das gespielt. Und dann war er eben fast in jeder Rolle, die ich von ihm gesehen habe, außergewöhnlich. Außergewöhnlich gut. Hans Lothar hatte in seinem kurzen Leben in fast 70 Rollen vor der Kamera gestanden. Seine Theaterauftritte sind ungezählt.
Hannover nach dem Krieg. Die Heimatstadt Hans Lothars. Hier wird er 1929 als Hans Lothar Neuze geboren. Sein Vater ist einfacher Justizbeamter, seine Mutter Hausfrau. Die beiden älteren Brüder Günther und Horst Michael Neuze werden Schauspieler. Hans folgt ihnen, bekommt ein Engagement am Hannoverschen Landestheater im Ballhof-Ensemble. Es wird geleitet von Kurt Erhardt. Hansi Lothar kam sehr, sehr jung, kaum 17-jährig. Ich möchte sagen, der Schule entlaufen, in seiner Sündenmeinblüte zu mir, ins Ballhof-Ensemble. Er war außerordentlich begabt. Er war außerordentlich theaterbesessen. Und, das darf man nicht verschweigen, er war außerordentlich gefährdet. Er war ausgezogen, das Fürchten zu lernen. Er war ausgezogen, das Abenteuer zu suchen. Und zwar gleicherweise das Abenteuer im Beruf wie das Abenteuer im Leben. Der junge Hans Lothar hätte es kaum besser treffen können. Der hoch angesehene Kurt Erhardt leitet zu jener Zeit ein überragendes Ensemble. In Hannover lernt Lothar bei erfahrenen Kollegen und kann sich mit den Jüngeren messen. Er hebt sich schnell und deutlich von der starken Konkurrenz ab. Ein professioneller Beobachter dieser ersten Schritte ist noch heute beeindruckt. Naja, ich habe sozusagen sein Debüt gesehen. 1948 in Hannover im Ballhof wurde wie damals Land auf Land ab Zuckmeyers Teufelsgeneral gespielt. Und der Anfänger Hans Lothar, der, soweit ich weiß, vorher nur Kinderrollen gespielt hatte, gab den französischen Kellner im Luxusrestaurant Horch und er spielte den mit französischem Akzent, was natürlich eine sehr gefährliche Sache ist. Das kann ja leicht künstlich oder aufgepfropft wirken. Und er wirkte ganz selbstverständlich und souverän. Und das hat er beibehalten, bei allen Bühnenrollen, die ich von ihm gesehen habe, bei den Filmrollen sowieso. Das heißt, es stellte sich überhaupt nicht die Frage, wie stellt er das her? Ist das Verstellung oder Direktheit? Es war direkt. Ins Ministerium bin ich inzwischen aufgekommen. Wieder eine andere Welt. Mir gefiel sie. Denn die Arbeit in den Ministerien, oh Gott, ich will nicht sagen, dass sie keinen Zweck hat. Nein, einen Zweck hat sie schon. Man sieht nur nicht recht welchen. Und das ist so beruhigend. Keine Verantwortung, keinen Chef. Oder vielmehr Chef schon, aber einen unsichtbaren, anonymen. Raffin natürlich. Raffin ist mein Vorgesetzter, aber er bezahlt mich nicht. Das ist eine Nuance. Ich finde, es wäre überhaupt viel besser, wenn alle Menschen Staatsbeamten wären. Die Arbeit fahren sie. Die Leute wollen ja gar keine Arbeit. Die wollen eine Stellung, ein Ort, ein Amt, wo sie jeden Morgen hingehen müssen. Das wollen sie. Irgendwas zum Abschreiben wird sie schon für sie finden. 1955 geht Hans Lothar nach Hamburg, ans Thalia-Theater. Gerade 26 Jahre alt hat er schon 10 Jahre Bühnenerfahrung und ein breites Repertoire an Rollen. Ob komisch, ob tragisch, mit seinem schnodderigen Charme erobert er sofort jedes Publikum. Dabei ist er nie laut oder theatralisch. Es zeichnet ihn immer eines aus: die Selbstverständlichkeit und Direktheit, mit der er die Figuren spielt. Und eine außergewöhnliche Präsenz. Er war einfach, wenn der auftrat, er war da. Da hast du hingeguckt. Und hast nicht mehr woanders hingeguckt. Das kann man nicht lernen. Mein Name ist Eisenring. Meine Herren. Wilhelm Maria Eisenring. Wieso
Ja, wieso sind Sie plötzlich zwei? Ohne zu fragen? Siehst du? Was soll das heißen? Habt ihr es ja gesagt, das macht man nicht selbst. Du hast kein Benehmen, ohne zu fragen. Was ist denn das für eine Art? Plötzlich sind wir zwei. Ich bin außer mir. Siehst du? Ich hab's ihm gesagt. Habe ich's dir nicht gesagt? Trotz seines großen Erfolgs hat Hans Lothar immer Angst zu versagen. Er setzt sich selbst unter großen Druck und ist selten zufrieden mit dem, was er leistet. Er hatte sehr früh die Erfahrung gemacht, dass er wirksam war als Schauspieler. Aber er hat ja auch nie eine Masche daraus gemacht, was bei anderen passiert, die sich dann nur noch auf bewährte Wirkungen verlassen, die sie mal erzielt haben. Und dann bleiben sie auf denen sitzen. Das hat sich ja nie abgenutzt bei ihm, diese Eindringlichkeit seiner Spielweise bei relativ geringem und scheinbar selbstverständlichem Aufwand. Kurt Erhardt, Mentor und väterlicher Freund, hat das ungezügelte Talent zu einem großen Schauspieler veredelt. Von mir hat er doch immer nur Gutes gelernt. Und was wichtiger ist, er ist da, wenn Lothar sich mit Ängsten und Selbstzweifeln zermürbt. Komm, ich bring dich ins Bett. Die Welt ist eine Nuss. Man kann sie nicht zwischen zwei weichen Kissen knacken. Ich hab dir doch gesagt, dass ich für dich sorgen will, Papa. Du? Mit deinen lächerlichen 70 Dollars in der Woche? Deinen Weibern, deinem Wagen, deiner Wohnung? Da willst du für mich sorgen? Unzählige Male hat er mich nachts aus dem Bett telefoniert, um mit mir seine beruflichen, seine menschlichen Nöte, seine Irrungen und Wirrungen, seine Niederlagen und seine Erfolge zu besprechen. Und so wuchs er langsam heran, wurde erwachsen und mündig, eben ein Schauspieler. Sehr schnell hält es Hans Lothar nicht mehr länger nur auf der Theaterbühne. Er will zum Fernsehen und zum Film. In den Studios der ARD werden ständig Fernsehspielfassungen erfolgreicher Bühnenstücke produziert. Und hier spielt auch Hans Lothar 1957 seine erste Hauptrolle vor der Kamera. In der Komödie Das heiße Herz von John Patrick. Ich muss ihn was fragen. Jenke, Herrgott, wach doch mal auf. Jenke. Wann warst du sicher, dass deine Julia dich liebt? Wann du sicher warst, dass deine Julia dich liebt? Becky, sag mal, Menschenskind, hatten das nicht Zeit bis morgen? Du Jenk, ich muss das wissen. Wann warst du sicher? Als ich sie das erste Mal geküsst habe. Er war damals engagiert am Theater in Hannover und hatte noch keine Begegnung mit dem Fernsehen oder mit dem Film gehabt. Und trotzdem, ich erinnere mich noch ganz genau, wie Hans Lothar ins Studio kam und seine Aufgabe übernahm. Da hatte man das Gefühl, dieser Schauspieler hat eigentlich seit Jahren schon vor der Kamera gestanden. Er beherrschte sofort den Ton für die Fernsehkamera und er war prädestiniert für dieses Medium Fernsehen, glaube ich. Sein Durchbruch vor der Kamera kommt mit der überragenden Darstellung des hypochondrischen Christian Buddenbrock. Er spielt ihn mit kleinen Gesten und erzeugt so große Wirkung. Als dann es zu der Besetzungsfrage kam, die Erika Mann hatte ja Einspruchsrecht. Bei mir hatte sie nichts dagegen, hat sie gesagt, ja, okay, sie kannte mich zwar nicht, aber sie hat gesagt, ja, okay. Aber bei Horst Frank, der den Christian spielen sollte, da hatte sie sehr wohl was dagegen. Und wir haben das alles alle nicht verstanden, weil Horst Frank ja ein glänzender Schauspieler war.
Und dann hat sie mir das später mal erzählt, hat gesagt, ja, weißt du, ich wollte nicht, dass der Horst Frank die Rolle spielt, weil er den Schluss der Rolle schon im Anfang im Gesicht hat. Und das will ich nicht. Und da hatte sie doch auch recht. Und so kam Hansi an die Rolle. Und ich habe überlegt, es waren noch ein paar andere im Gespräch, aber ich habe dann überlegt, ich habe gesagt, also wenn einer diese Rolle spielt, dann muss es jemand sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin, dass ich ihm das neidlos gönne, dass er mich auch an die Wand spielt. Und genau so kam es auch. Es wäre mir auch aus einem anderen Grunde angenehm. Etwas mehr Bewegungsfreiheit. Aline, weißt du? Ich weiß von keiner Aline und will von keiner wissen. Du musst gerecht sein, Thomas. Du hast keinen Begriff, was für ein prachtvolles Geschöpf sie ist. Sie ist so gesund. So gesund! Du solltest nur ihre Zähne sehen, wenn sie lacht. Ich habe auf der ganzen Welt keine schöneren Zähne gesehen. In Valparaiso nicht so richtig. Was deine geschäftlichen Pläne angeht, Toni hat uns eben jetzt viel Geld gekostet, die Mitgift und die Scheidung. Und auch meine Heirat mit Gerda Arnoldsen erfordert gewisse Aufwendungen. Du weißt, wir müssen umbauen. Gerda ist an modernen Komfort gewöhnt. Dein Glück, deine Heirat, deine Bequemlichkeit. Sobald es um mich geht, gibt es Schwierigkeiten. Wenn ich leide, lacht man darüber, oder? Man nimmt es nicht mal zur Kenntnis. Du ahnst es nicht, Thomas. Hier. Alle Nerven zu kurz. Und die ewigen Schluckbeschwerden. Und wenn ich abends zu Bett gehen will, dann sitzt nur zu oft ein Mann auf dem Sofa und winkt mir zu. So. Obwohl er eigentlich gar nicht vorhanden ist. Er hat das gar nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal was Besonderes ist. Er sagte, ich war doch auch immer schon ein guter Schauspieler, oder? Ich sage, ja, natürlich warst du, aber jetzt kommst du auf ein größeres Rad. Jetzt kommst du in die größere, breitere Öffentlichkeit. Und dadurch wird jetzt mehr Wirbel darum gemacht. Das hat er mit solchen Augen mich angeguckt. Das hat er erstmal gar nicht verstanden. Künstler, welche in diesem Jahr die ganz besondere Gnade der gestrengen Kritiker gefunden haben, wurden mit der Überreichung der Kritikerpreise in München geehrt. Der Schauspieler Hans Lothar erhielt den Preis für die beste Nebenrolle. Das ist der Durchbruch. Kritikerpreis, Bundesfilmpreis und massenweise Angebote. Hans Lothar ist jetzt ein Star. Und auch privat ist 59 sein Glücksjahr. Lothar heiratet die Film- und Bühnenschauspielerin Ingrid André. Auch sie ist bereits ein Star. Ein Traumpaar also. Wie sehr die beiden ineinander verliebt sind, zeigen sie in der fast vergessenen Komödie Sturm im Wasserglas. Oh. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich suche einen Dr. Toss. Sie sind richtig, ich bin seine Tochter. Ach nee, und ich soll ihn interviewen. Wie das Leben so spielt, nicht wahr? Ja, wie das Leben so spielt. Kommen Sie herein. Dankeschön. Kurze Zeit später wird die gemeinsame Tochter Susanne geboren. Es muss dem vollkommenen Glück sehr nahe gekommen sein, was Hans Lothar in diesen Jahren erlebt. Anfang der 60er Jahre gibt es noch nicht so viele Stars in Deutschland. Lothar ist einer der beliebtesten und er genießt es. Er ging mit meiner Mutter auf Sylt am Strand spazieren und es kam eine Dame hinterher galoppiert und sagte, ich habe Buddenbrooks gesehen. Ich finde sie so fantastisch. Und haben Sie ein Autogramm? Und mein Vater hatte vorsichtshalber immer ein paar Autogramme in der Tasche, falls einer kommt und fragt. Und hat gesagt, ja, also kleinen Moment. Und hat Stift rausgeholt und dann hat er unterschrieben. Und sie hat sich das gar nicht angeguckt. Sie hat sich das genommen und gesagt, vielen Dank, Herr Felby. Ingrid André möchte heute nicht mehr vor die Fernsehkamera. Es sei manchmal zu viel gewesen, damals mit Presse und Fernsehen. Das habe Spuren hinterlassen, sagt sie. 1965 lässt sich das Traumpaar scheiden. Es muss ein schwerer Schlag für Hans Lothar gewesen sein. Jürgen Roland, sein enger Freund, sagt, Ingrid ist das Beste gewesen, was Hansi passieren konnte. Sie hat ihm Halt gegeben. Auch die kurze Ehe mit einer jungen Lübeckerin hat ihm über die Trennung nicht hinweghelfen können. Er war zum Schluss sehr allein, auch wenn er Freunde hatte, wie Felmi und wie mich und so. Im Grunde
ist der Ingrid André nie losgeworden, innerlich. Er hat sie, glaube ich, obgleich sie getrennt waren und alles zu Ende war, er hat sie immer weiter geliebt. Die Passagiere bitte zum Flugsteig 4. Sein größter Publikumserfolg kommt 1964 mit dem Flugzeugthriller Flug in Gefahr. Das Fischgericht an Bord eines Passagierflugzeugs ist verdorben. Passagiere und Piloten brechen mit einer Lebensmittelvergiftung zusammen. Der Film macht Furore. Nicht zuletzt, weil die deutsche Fischindustrie scharf protestierte und eine Richtigstellung nach Ausstrahlung des Films erzwang. Von deutschem Fisch wird keinem schlecht. Lothar spielt hier einen ausgedienten Bomberpiloten, der den Jumbo landen soll. Was denn doch nicht alle beide? Können Sie dieses Flugzeug fliegen und landen? Ausgeschlossen. Sein Bruder Günther Neuze spielt den Piloten im Tower, der das Flugzeug fernsteuert. Die Air Force hat sich jetzt auf dem Radarschirm. Wir werden dann ihren Kurs korrigieren. Ich schalte jetzt die Automatik aus. Wir schalten jetzt die automatische Steuerung aus. Träge wie ein nasser Schwamm. Wörtlich. Träge wie ein nasser Schwamm. Da war übrigens auch seine ganze spezielle Qualität, sozusagen einen durchschnittlichen, alltäglichen Menschen zu spielen, der aber außerordentlich fühlsam ist. Und ohne dass es aufdringlich wäre, hat er ein Vorbildfigur dargestellt. In dem Verhalten schließlich und endlich. Und das konnte er völlig unterspielt scheinbar vortragen. In Hongkong, das schon oft die Fantasie der Drehbuchautoren beflügelt hat, sahen wir ein deutsches Aufnahmeteam bei den Dreharbeiten zu einem neuen Spielfilm. Hans Lothar 1961 bei den Dreharbeiten zu Bis zum Ende aller Tage. Er kann die Stimmung am Set beherrschen wie kaum ein anderer. Er gilt als fair, manchmal ungeduldig, selten wütend, meistens hilfsbereit und immer witzig. Berechne ich Ihnen den Champagner zum niedrigsten Preis. Was, Champagner? Na, sagen Sie mal, wir haben doch nicht mal genug zu essen. Das Besondere war, dass er nicht nur ein Mensch war, sondern dass er Humor hatte. Und zwar Humor, und das muss ich mal sagen, was selten ist. Ein Humor, der über sich selbst lacht und über sich selbst lachen kann. Wir haben viel Spaß gehabt, wenn wir gesagt haben nach einer Szene, war das gut? Ja, war es gut? Dann sagte er, wir waren immens, wir waren überwältigend. Dann habe ich gesagt, wollen wir es noch mal machen, trotzdem wir überwältigend waren? Dann sagte er, ich würde ja sagen dabei, denn wir können nur noch besser werden. Schlecht genug waren wir. Vor allem diesen Humor schätzt auch Jürgen Roland, einer der Lieblingsregisseure Hans Lothars. Die beiden werden enge Freunde und drehen 4 Filme miteinander. Also im Nachhinein jetzt, in der Rückschau, war und ist er für mich einer der bedeutendsten Schauspieler, die wir nach dem Kriege hier in Deutschland auf der Bühne und vor der Kamera hatten. Und damals in der Gegenwart blieb es mir nicht unentdeckt, dass er ein besonders guter Schauspieler ist. Seine einmalige Position, gebe ich gerne zu, habe ich dann erst später erkannt. Aber dass er ein großartiger Schauspieler war, war mir klar. Und er war ein, wie man so sagt, ein Funzkumpel, was nicht eben die Norm ist in unseren Kreisen. Hier, ich kann nicht bis morgen früh warten. Lothars erster Auftritt in einem Roland-Film ist nur kurz, aber brillant. Goldfeder. 14 Karat, falls Ihnen das was sagt. Nun gehen Sie mir aus den Augen, Sie Prolet. Wenn Sie heute 34 Mark bekommen haben, wo haben Sie denn das Geld gelassen? Was geht Sie denn das an? Ich will Ihnen mal was sagen, mein Herr.
So kommen Sie hier nie weiter. Als Offizier könnten Sie gar nicht standhalten. Dann halten Sie uns nicht länger auf. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, das sollte Sie aber interessieren. Schließlich dreht es sich um das Verschwinden meines Freundes Albert. Sonntag habe ich mit ihm noch Kalbsfrikassee gegessen. Mit Sauerkraut. Wie heißt Ihr Freund? Das habe ich ihm bereits mehrere Male mitgeteilt. Er heißt Albert. Ich war Sonntag noch bei ihm. Wir haben Schweinekotelett gegessen. Mit Brechboden. Ja gut, aber wo? Wo? Ja, sieh schon, es hat keinen Zweck mit Ihnen. Ich muss mal selber losgehen und ihn suchen. Dann komme ich nachher zurück, um Ihnen Bericht zu erstatten. Damit Sie endlich mal Bescheid wissen in Ihrem Revier. Unzulänglichkeiten, wo man heute hinguckt. Wozu sowas wie Sie überhaupt eine Uniform tragen darf. Aber worüber wundert man sich eigentlich, das frage ich Sie. Über nichts mehr, über gar nichts. Ich habe noch Hummersalat gegessen mit... Ich habe den Film ja in der ganzen westlichen Welt gesehen, in London, Paris und in Rom. Er kriegte immer Szenenapplaus. Das ist etwas Erstaunliches, denn das heißt, in London und Paris kannten die ja nicht Hans Lothar. Also, dass sie in Hamburg geklatscht haben, okay. Aber es teilte sich den Leuten mit. Das ist, was wir hier erleben, was der Mann dort treibt. Er spielt einen Betrunkenen, einen Angetrunkenen. Na und? Das haben nach ihm und vor ihm Tausende von anderen nicht unbegabten Kollegen auch gemacht. Aber es teilte sich dem Publikum mit, wir erleben hier etwas, das ist schon ungewöhnlich, außergewöhnlich. Gelegenheitsarbeit. Außergewöhnlich ist auch die Darstellung eines Gelegenheitsarbeiters in dem Film Seelenwanderung, eine seiner Lieblingsrollen. Lothar wirkt so leicht und spontan, als würde er improvisieren. Naja, und die Seele von ihm, die ist in diesem Karton, ja? Och, da würde ich zumindest auch mal ein paar Löcher reinstechen, damit sie frische Luft kriegt. Och, Herr Präsident, wenn Sie mir hier auf den Arm nehmen wollen. Aber. Löcher in den Deckel stupsen. Eine menschliche Seele ist doch kein Maikäfer, Herr Präsident. Die menschliche Seele ist metaphysisch, verstehen Sie? Ja, ja, na schön, schön, ja. Schön. Nun wollen wir mal zur Sache kommen. Sie behaupten also, Ihr Freund hätte Ihnen sein Denkmal geschenkt, ja, beziehungsweise angeboten dafür, dass Sie ihm seine Seele geben, ja, vielmehr zurückgeben. Jawohl, so war es, ha, genau. Sie, wissen Sie, dass wir einen ganz hübschen Fall von Erpressung haben? Ach, das ist ja interessant. Das ein Geist sein Denkmal verschenkt, das glauben Sie nicht. Aber dass man ihn dazu erpressen kann, das ist möglich. Also, Herr Präsident, ich stelle fest, Sie verwickeln ihn fortwährend in Widersprüche. Das muss wohl an der Widersprüchlichkeit der Geschichte liegen, die Sie mir da erzählen, ja? Sehen Sie, Herr Präsident, und das ist auch die tiefere Ursache von all die häufigen Justizmorde. Ihr urteilt was ab, was er überhaupt nicht kennt. Na. Die Quelle kann möglicherweise sein, so improvisiert spielen zu können und so intuitiv sich Rollen anzunähern, eines Lebens zwischen den Zeiten. Einerseits geprägt als Kind einer Nachkriegsgeneration, 1929 geboren, schauspielerische Schritte sozusagen nach dem Kriege gemacht, andererseits auch vor dem großen bundesrepublikanischen Bruch 68. Also er hat möglicherweise etwas vorweggenommen, eine stille Rebellion, die sich in der Zeit, in den 50er Jahren, vielleicht auch zeitkonform inszeniert, in den Halbstarken zeigte. Er hat das sicherlich nicht politisiert, aber er hat es exemplarisch in seinem Spielen eingefangen. Und das, glaube ich, ist auch ein Moment gewesen, das ihn den Zuschauern sehr nahe gebracht hat. Er hat den Alltag für sie inszeniert und die Rebellion, die offen nicht möglich war, in sein Spielen stillschweigend, aber sichtbar integriert. Ausdruck dieser leisen Rebellion ist oft die Coolness, mit der Lothar seine Figuren spielt. Sein erklärtes Vorbild Humphrey Bogart. Wie er zum Beispiel in Casablanca mit minimalen Gesten spielt, davor kann sich Hans Lothar verneigen. Er ist zu seiner Zeit vielleicht der amerikanischste unter den deutschen Schauspielern. Doch ein deutscher Bogart war er dann doch nicht. Gott sei Dank. Humphrey Bogart war ja ein ganz cooler Bursche. Ein ganz beherrschter, cooler Bursche mit allen Problemen dieser Welt behaftet. Und Hansi war doch bei allem, was er machte, durchaus auch ein fröhlicher Bursche. Also das war nicht aufgesetzt, sondern er lachte eben wahnsinnig gerne. Er hatte seine Probleme, er war zerrissen. Er war mitten in einem Strudel von Schwierigkeiten, aber ich würde ihn, nein, das würde ich nicht sagen. Dass er ihn geliebt hat, kann ich mir schon deswegen so gut erklären,
weil Bogart etwas war, was er überhaupt nicht war. Aber es vereinte sie, dass sie beide hervorragende Schauspieler waren, die beide aus dem Bauch heraus spielten, die beide brannten, die beide immer bemüht waren, mehr zu geben als das Beste. Und das hat ihm wohl von der ersten Begegnung auf der Leinwand mit Bogart fasziniert. Nun ist Bogart sozusagen auch in seiner Facettierung sehr eingeschränkt und auf einen Typ festgelegt, aber Lothar hat etwas von Bogart, aber gleichermaßen auch etwas von Cary Grant. Er hat sozusagen das Schnottrige, Kalte, auch das Laszive, aber er ist gleichzeitig immer auch Charmeur. Er verbindet das Spröde mit einer Lust an Ironie. Hans Lothars Fähigkeiten sprechen sich schnell bis nach Hollywood herum. Starregisseur Billy Wilder will ihn unbedingt für die Rolle des Altnazis Schlemmer in seiner Nachkriegskomödie 1, 2, 3 haben. Es ist die einzige Rolle, die Lothar als Karikatur spielt. Unterwürfig, lächerlich und mit preußischem Übereifer. Schlemmer! Guten Morgen, Mr. McNamara. Schlemmer, wie oft habe ich Ihnen das schon gesagt? Ich will nicht, dass die Angestellten jedes Mal aufstehen, wenn ich ins Büro komme. Ich weiß, ich habe den strikten Befehl erteilt. Geht es denn nicht in Ihren preußischen Schädel, dass wir jetzt in einer Demokratie leben? Das ist es ja gerade. Wenn ich den Leuten früher befohlen habe, sie sollen sitzen bleiben, dann blieben sie sitzen. Jetzt in der Demokratie, da tun sie, was sie wollen. Und sie wollen aufstehen. Ah, mein Kleid, wie sieht denn mein Kleid aus? Schlemmer! Ja, Sir, ich bitte um Verzeihung, dass ich noch nicht rasiert bin. Mein schönes Kleid ist ruiniert. Wurden Sie belästigt in Ost-Berlin? Nein, ich wurde belästigt in West-Berlin. Ein amerikanischer Soldat hat mich mitgenommen im Jeep. Dann wurde er frecher, wollte mich fotografieren als Pin-Up-Girl oder so. Na wenn schon, zieht das alberne Kleid aus, wir haben viel zu tun. Ja, Sir, wo ist mein Anzug? Alle sind auf ihrem Posten und erwarten ihre Befehle. All right, also los. Erstens holen Sie eine Maniküre und einen Friseur in mein Büro. Dann mein Rechtsanwalt. Ich wünsche Ihnen sofort zu sprechen. Ja, Sir. Dann schicken Sie Ingeborg herein und Papier und Bleistift. Ja, Sir. Schnell machen. 1, 2, 3. All right. Ja, wenn ihr mich lieb habt, so tut das. Ich bin wie der Teufel. Lothars komisches Talent ist unerschöpflich. Er hat sich den Spieltrieb eines Kindes bewahrt. Auch mit Shakespeare kann er glänzen. Fang an, halt's Maul. Ich kann niemals anfangen, wenn ich das Maul halte. Mein Seel, das ist gut. Nun fang an. Halt's Maul, du Schelm, du Schelm, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul, du Schelm, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul, du Schelm, halt's Maul. Ich glaube, komödiantische Rollen haben ihm immer Spaß gemacht. Er war ja auch so privat ein ziemlicher Suppenkasper. Und er hat eine Schallplatte gemacht, ja. Ein Kater lässt das Mausen nicht, ja. Haben Sie davon mal gehört? Mhm. Ein Kater lässt das Mausen nicht. No, 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 Mausen nicht. Ein Kater lässt das Mausen nicht. Und wenn er's auch verspricht, sieht ihn ein nettes Mäuschen an. Mima Mau, Mäuschen an, denkt er, wie fang ich das bloß an, dass ich sie küssen kann. Naja, hat er eben auch einen unglaublichen Charme. Ne? Er konnte zum Beispiel die säuesten Witze erzählen und keiner ist verlegen geworden oder war peinlich berührt oder so, weil er es mit einem solchen Grinsen im Gesicht und hat sich so diebisch gefreut. Das war eine spezielle Begabung von ihm, finde ich. Eine andere Begabung von Hans Lothar ist das Fußballspielen. Als Jungschauspieler hat er sogar noch überlegt, ob er nicht doch lieber Fußballer werden sollte. Kurz vor großen Theaterpremieren sieht man ihn oft noch im Hamburger Volksparkstadion. Und was bei Hans Lothar selten ist, beim Fußball versteht er überhaupt keinen Spaß. Ich habe mit ihm ja Sachen erlebt, die gingen ganz kriminelle, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel, ich war immer Fan vom 1. FC Köln. Und dann ging ich natürlich nicht mit zu den HSV-Spielen. Ich musste Sonnabend, wir drehten damals auf Sonnabend, da haben wir das so gedreht, dass er rechtzeitig wegkam zum Stadion. Und einmal bin ich da mit ihm gefahren, da spielte der HSV gegen Stuttgart. Und Stuttgart schoss 2 Minuten vor der Halbzeit, schossen die ein Tor.
Und in diesem lähmenden Schweigen im Volksparkstadion sprang ich auf und brüllte Tor. Und hinter mir saß Hansi und guckte mich nur schweigend an. Und dann war Halbzeit. Und Günther, der neben ihm saß, Günther Neuze, kam zu mir und sagte: Jürgen, versuche Hansi aus dem Weg zu gehen. Der kann nämlich bei solchen Gelegenheiten hauen. Sein Idol natürlich Uwe Seeler. Hans Lothar besucht oft das HSV-Training und anschließend das Clubhaus. Ich glaube, er hat dort regeneriert von seiner Vorbereitung. Denn er musste ja auch sehr viel Texte lernen und. Und hat dann auch immer gesagt, so ein Quatsch, was ich alles lernen muss und so weiter. Aber es muss ja sein. Aber der Fußball war für ihn wirklich von seiner Schauspielerei Urlaub, würde ich sagen. Denn er war unheimlich ausgeglichen, locker vor allen Dingen, sehr, sehr locker. Und hat im Grunde immer nur Spaß gemacht. Und so glaube ich schon, dass das für ihn Urlaub war. Wenn es seine Zeit erlaubt, geht Hans Lothar mit dem HSV sogar auf Reisen. Zusammen mit Charlie Dörfel, Uwe Seeler und der Mannschaft nimmt er dann auch mal am Training teil und zeigt Talent. Ja gut, er war natürlich jetzt ein exzellenter Schauspieler, aber ich glaube, er wäre auch ganz gerne Fußballer gewesen. Ja. Am liebsten hätte er wahrscheinlich, wie ich ihn verstanden habe, beides gemacht. Weiß noch, wie ich den Ball reingehoben habe? Du dachtest noch, er käme zu steil, dann hat er sich doch noch reingedreht, 1-1. Hä? In Freundschaftsspiel kann er ein einziges Mal beide Leidenschaften verbinden. Lothar spielt einen ausrangierten Vertragsspieler, der sein Ende nicht wahrhaben will. Jetzt lass dir doch Zeit, vielleicht wird's wieder. Warte doch ab. Ja, warte ab. Vom Abwarten werde ich auch nicht besser. Hast du noch deinen Vertrag? Natürlich habe ich einen Vertrag. 10 Jahre habe ich für die gespielt hier. Knochen hingehalten. Nur jetzt mal andere Luft in die Nase wehen lassen. Nee, ich bin auch nicht alt genug für einen Schrebergarten. Kommt zu euch rauf, Schorsch. Ha? Kommt zu euch rauf. In 5 Jahren spielen wir beide in den alten Jahren. Vielleicht, ja? Erwin, ich habe rechtzeitig aufgehört. Das Temperament, Sir. Ich glaube, es war seine Traumrolle. Er hatte sich immer gewünscht, einmal eine Figur aus der Gegenwart spielen zu können, die so absolut bezogen wäre zu dem, was sein eigenes Leben erfüllt hat, an Freuden, an Hobby, an Spaß. Und seine größte Leidenschaft war neben dem Theaterspielen das Fußballspielen. Tragisch war, dass in diesem Stück, in dem er so gerne eine fußballspielende Rolle gespielt hätte, einfach keine Szene zu finden war, in der er selbst hätte spielen können. Und er sagte dann zu mir, weißt du, ich muss da einmal wenigstens an den Ball kommen, aber mir fällt dazu etwas ein. Der hat doch sicher mal, dieser alte Fußballspieler, begonnen mit einer Blechbüchse. Und lass mich doch mit einer Blechbüchse enden. Und so ist die einzige Szene, in der er wirklich Fußball gespielt hat in diesem Film, ein Spiel dieses alternden Vertragsspielers mit einer Blechbüchse. Bei allem Humor, bei aller Leichtigkeit. Hans Lothar war wohl auch ein verzweifelter Mensch. Die Trennung von Ingrid André, die ständige Angst, nicht gut genug zu sein, zu versagen, das Talent zu verspielen. All das mag zu seiner Zerrissenheit beigetragen haben. Er war nicht stark, er war kein starker Mensch. Was ja für ihn spricht, er war ein sensibler, ein Mann mit 1000 Antennen, der jeden Ton aufnahm, jede Bewegung aufnahm. Und hatte er seine Probleme vor allem mit sich selbst. Und man merkte das dann auch frühen Morgen schon. Und ich habe dann meine liebe Not gehabt. Als Freund. Dann kam eine lange Zeit nichts. Und dann als Regisseur. Ihn so einzurichten wie einen Coach. Um ihn zum Drehen zurechtzukriegen. Und wenn er dann in die Klappe fiel, war er wieder brillant. War er witzig. Wenn er zum Beispiel mit Karl Liefen, war auch so ein gemeinsamer Freund von uns, auf seine Ulknudel und Karl brachte ihn dann zum Lachen und dann lachte er da und dann ging es so, dann war es plötzlich vergessen. Und erst wenn Drehschluss war, sagen sie, was ist denn? Ja, erzähl's dir morgen mal, am nächsten Tag was war vergessen. Also er hatte furchtbare Schwierigkeiten mit sich selbst, ohne Frage. Was tut man, wenn man unglücklich ist? Man fängt an zu trinken.
Man will es verdrängen. Und wie verdrängt man etwas besser als mit Alkohol? Er hat gerne einen getrunken, ja klar. Aber wie wir alle. Da kenne ich keinen, der nicht gerne mal einen genommen hat. Ob das Keeling Wolfgang war oder auch ich nehme mich da nicht aus. Es war normal, aber er war kein Alkoholiker. Das wäre ungerecht, wenn man das sagen würde. Er hat ja seine Arbeit gemacht und wie er sie gemacht hat. Und er war präzise, er war ja da. Er hat ja nicht gelallt auf dem Set oder so. Er hat manchmal abgesagt, das ist vorgekommen, ja. Hat dann irgendwelche Zahnprobleme oder sowas vorgeschoben. Dann wusste man, heute geht's nicht. Das ist vorgekommen, natürlich. Die letzte Rolle von Hans Lothar ist der Verteidiger in dem Stück Meuterei auf der King. Er hatte diese Rolle schon in Hannover gespielt und will sich diesmal von keinem Regisseur reinreden lassen. Also übernimmt er selbst die Regie zum ersten Mal. Den Angeklagten spielt sein Freund Felmi. Jürgen Roland warnt ihn, du bist dieser Doppelbelastung nicht gewachsen. Am 10. März 1967, zwei Wochen vor der Premiere, bricht Hans Lothar während der Proben zusammen. Nierenkolik. Sein Körper ist der Anstrengung, dem Alkohol, den Medikamenten nicht mehr gewachsen. Dies ist eines der letzten Fotos von ihm. Er hatte ein kurzes, aber ein tolles Leben, finde ich. Und auch wie er dann letztlich gestorben ist, das war versöhnlich. Natürlich viel zu früh, das ist klar. Aber es war versöhnlich. Ne? Hat er seine Spritze gekriegt von dem Arzt. Er hatte einen Nierenkolik. Und das war nachmittags, da habe ich ihn nach Hause gefahren, habe den Arzt angerufen. Das war aber nicht sein Arzt, seiner war im Skiurlaub, es war ein anderer. Und er hatte ihm eine schöne Spritze gegeben, dass er die Schmerzen weg hatte. Und darüber ist er eingeschlafen in der Nacht. Am anderen Morgen lag er friedlich da und war hin. Hansi hat eine Lücke hinterlassen, die nie gefüllt werden konnte. Hansi, bei jedem Besetzungsgespräch, was ich heute noch habe, sage ich so aus Urkontrollerei, das müsste jetzt Hansi spielen. Und ich weiß, dann sagt auch mir einer von den Kollegen, naja, also schön, wenn ich dich höre, Hansi könnte eigentlich jede Rolle spielen. Ist natürlich, selbst die Frauenrolle mit Perücke könnte er spielen. Und wäre wahrscheinlich natürlicher als 70% der Frauen, die heute Filme machen. Hans Lothar hat bis zu seinem Ende nicht gewusst, wie gut er war. Er zweifelte immer an seinen Fähigkeiten. Das war seine Qualität und seine Qual. Seit mehr als 3 Jahrzehnten ist er jetzt tot. Doch sein leichtes, lebensnahes Spiel macht ihn zu einem Schauspieler, der in jede Zeit gehört. Auch in diese. Na, Hansi, hörst du das?